Hi Leute, heute wollte ich euch eine Mystery Box vorstellen. Es gibt bestimmt ein paar von euch, die sich erstmal fragen, Serge, was ist eine Mystery Box? Und im Prinzip ist es einfach eine Kiste, Truhe, was auch immer, mit einem Geheimfach. Und um an dieses Fach dran zu kommen, muss man eben Puzzle oder Rätsel lösen. Ich habe jetzt hier eine von Make Anything. Und in diesem Video zeige ich euch einfach mal, wie man das Ding löst. Ansonsten habe ich natürlich separat eine Timelapse davon hochgeladen. Wenn euch das gefällt, könnt ihr euch das gerne angucken. Und zudem gibt es natürlich für die Leute, die eventuell das Ding selber drucken, meine Druckeinstellungen am Ende des Videos nochmal. Denn das ist ein Print-and-Place-Modell. Sprich, die ganzen beweglichen Parts hier, also der Stift zum Beispiel oder der Mechanismus innen drin, werden mit dem Modell zusammengedruckt. Und da gibt es natürlich immer wieder Schwierigkeiten, dass sich eventuell diese beweglichen Teile vom Druckbett lösen oder halt mit dem Modell verschmelzen und damit nicht mehr beweglich sind. Und um das zu vermeiden, ja, gibt es ja meine Druckeinstellungen bzw. meine verbesserten Druckeinstellungen. Denn wie sehr viele hatte auch ich Schwierigkeiten mit diesem Stift hier. Denn wenn man sich das Ganze mal von außen anguckt, steht er auf nur zwei relativ kleinen Flächen im Druckbett und bei der Länge löst sich der ganz gerne nach vielen Stunden des Druckens vom Druckbett. Ich habe es persönlich noch schaffen können, mit Heißkleber zu securen. Das könnt ihr auch sehr gut in der Timelapse sehen. Aber um das zu verhindern, gibt es da meine Tipps am Ende des Videos. Und ansonsten halte ich jetzt wieder die Klappe. Ich löse das Ding einmal für euch. Einfach mit ein bisschen Musik drüber gelegt. Ich habe das aber auch schon mal gemacht, deswegen wird das relativ schnell gehen. Und danach erkläre ich euch die ganzen Mechanismen dahinter. So, da haben wir es schon. Und ja, jetzt erkläre ich euch mal den ganzen Mechanismus dahinter. Wir gehen das Ganze einfach mal rückwärts zurück und bauen das wieder zusammen. Als erstes sehen wir hier den Schlüssel, der hat... Moment, ich fokussiere es mal. Der hat hier ein Loch. Und das passt, wenn man genauer hinguckt, genau auf diesen Pin da drin. Das heißt, wenn das halt einmal ansetzen und das Ding wieder zurückdrehen, dass man erkennt, man hat schon mal da drin ein Gewinde. Ja, jetzt drehen wir das gleich mal zurück. So, ziehen das wieder raus. Anschließend schauen wir uns mal jetzt das Ding hier einzeln an und wir sehen, dass wir haben halt hier einmal so Pins.
diese Pins, die durchlaufen innen drin. Das erkennt man eventuell ganz gut hier. Kleines Labyrinth. Ne? Um das reinzuschieben, müssen wir halt jedes Mal das Ding ein bisschen drehen. Und man erkennt auch hier zum Beispiel, jetzt links, dass er ja, ein bisschen gedreht werden muss. Und dann fällt er auch schon rein und so weiter. Des Weiteren, hier oben, haben wir halt Zähne, an denen der Schlüssel greifen kann, falls nämlich die Finger zu dick sind. Man könnte es auch mit Fingern machen, das drehen kann und, ja, mein Finger ist ein bisschen weg, das drehen kann. Damit bedient man eigentlich nur dieses Gewinde, mit dem man so gesehen diesen Stift hochzieht, damit er halt gleichzeitig den Labyrinth entlanglaufen kann. Um das natürlich lösen zu können, muss man immer wieder mal von unten reingucken und schauen, okay, wo muss jetzt die Spitze von diesem Schlüssel halt lang? Und dann geht man halt nach und nach ein bisschen hoch. Wie ihr merkt, ist das eigentlich ein ziemlich simples Puzzle. Das Schwierige hierbei ist eher, dass man rausfinden muss, was man überhaupt machen muss. Denn so offensichtlich ist es halt natürlich nicht, wenn man nicht gerade diese Puzzle sehr, sehr oft macht. Also viele Leute kennen sowas ja gar nicht. Ich hoffe, es war zumindest mal ein bisschen interessant. Und ansonsten seht ihr jetzt noch meine Druckeinstellungen. Da sage ich eventuell auch noch was zu. Ansonsten, ja, schönen Tag euch allen noch. So, zum Abschluss jetzt noch die Einstellungen zum Druck. Und zwar sagte der Devin von MakeAnything, dass man am besten eine Schichthöhe von 0,15 mm verwenden soll, damit die Print-in-Place-Parts halt auch alle funktionieren. Und ja, habe ich jetzt auch mal gemacht. Hat auch wunderbar funktioniert, auch wenn eigentlich bei Ender 3 und Ender 3 ähnlichen Druckern die Magic Numbers von 0,08, 0,16, 0,2 am besten funktionieren. Das hier mit 0,15 hat auch noch sehr gut funktioniert. Des Weiteren habe ich eigentlich aber nur noch Standardeinstellungen, also drei Parameter für die Wände oder ein Infill von 10%. Das könnt ihr jetzt hier ganz gut sehen. Das ist mehr als dicht genug und auch mehr stabil genug. Meine Empfehlung noch zusätzlich wäre halt, den Print ein bisschen langsamer zu machen. Hier seht ihr, ich habe mit 40 Minuten pro Sekunde gearbeitet. Einfach weil der doch schon recht starke Überhänge hat bei dem Gewinde, und damit die wirklich sauber sind und gut abgekühlt werden können, habe ich den Print einfach verlangsamt, auch wenn der Druck natürlich dann signifikant länger dauert. Das ist kein Problem. Ich habe das aber gleichzeitig ein bisschen gecountert mit einer höheren Geschwindigkeit beim Infill. Dadurch habe ich, glaube ich, mit 5-6 Stunden nochmal gespart zumindest. Und mein wichtigster Tipp eigentlich nur, damit dieser eine Pin hier auf jeden Fall funktioniert, wäre es, benutzt von Anfang an einen Ruft. Also entsprechend, dass ihr eine extra Schicht auf dem Boden habt, die lässt sich gut entfernen. Und die Haftung von dem Pin zum eigenen Plastik ist natürlich deutlich besser als zum Printbett. Und bevor ärgert euch jetzt nicht über den einen halben oder ganzen Gramm Plastik, der verschwendet wird, weil bevor ihr das Ding komplett nochmal neu druckt nach 20 Stunden oder so, spart euch die Zeit und den Stress und druckt es mit dem Ruft. Bei dem Ruft solltet ihr aber auch noch beachten, den Abstand von der höchsten Schicht vom Ruft zum Modell anzupassen. Der ist normalerweise nämlich bei 0,3 mm und das wäre entsprechend zwei Schichten bei der Leerheit. Sprich ziemlich viel, und da ist die Wahrscheinlichkeit dann wieder hoch, dass das erstens hässlich wird auf der Unterseite und zweitens eventuell doch nicht haftet. Deswegen habe ich hier meinen Ruft Air Gap auf 0,08 mm gesetzt. Das ist ja so das Kleinste, was man an Höhenunterschieden machen kann mit dem Drucker. Und ja, es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Die Unterseite war sauber, war gut. Und ja, für die Leute, die nochmal ganz, ganz sicher gehen wollen, habe ich auch nochmal ausprobiert, für das Modell einen Custom Support zu machen. Sprich so, kommt dann dazu noch ein Ruft drunter, können das mal slicen. Genau, fertig gesliced quasi. Und schauen wir uns das mal ganz mal an. An sich sieht das also nicht sehr viel anders aus, nur dass ich entsprechend jetzt hier auf der Innenseite kleinen Support habe, den kriegen wir auch sehr gut entfernt mit
einer kleinen Zange. Und ja, wie ihr seht, da hat man nochmal eine extra Stützstruktur, die das Ganze nochmal verfestigt. Das hilft tatsächlich ungemein. Also ich hatte einen erfolgreichen Druck, wo dieser Support schon geholfen hat, aber ich muss sagen, wenn ihr wirklich einen garantiert, dass es definitiv funktioniert, nehmt einfach den Raft. Damit klappt es auf jeden Fall.